Hallo zu einem neuen ersten Eindruck. Ich zeige euch Jet Rocket, das ab heute, das ist Freitag, der 2. Juli 2010, für 1000 Punkte per Reware erhältlich ist. Das Spiel kommt vom deutschen Entwickler nennen wir sie Einfachheit zuliebe, einfach Schiene. Die Jungs und Mädels aus München zeichneten sich bisher unter anderem für die beiden überraschend guten Biene Maya-Spiele auf dem GBA und Nano Stray 1 und 2 auf dem DS aus. Auch Jet Rocket scheint wieder gewohnt gut zu sein, denn es erinnert an Super Mario Galaxy und das kann nur positiv sein. Die Ähnlichkeit zeichnet sich schon bei der Einführung in die Level ab. Und auch die sehr gute Grafik und der Soundtrack erinnern ein wenig an des Klempners galaktisches Abenteuer. Doch vor allem ähnelt sich das Gameplay. Ihr erkundet die Level auf der Suche nach gestohlenen Energiezellen und sammelt dabei möglichst alle Solarmünzen ein, die neue Welten öffnen. Mit dem Analogstick lauft ihr durch die Spielwelt. Überraschung! Mit dem Steuerkreuz lässt sich die Kamera drehen und mit dem A-Knopf springt ihr. Natürlich hat Jet Rocket auch ein Jetpack dabei. Klar, bei dem Namen. Haltet ihr den A-Knopf gedrückt, könnt ihr so weiter entfernte oder höher gelegene Plattformen erreichen. Allerdings hat das Jetpack nur begrenzte Energie und muss an entsprechenden Stationen durch Schütteln der Remote wieder aufgeladen werden. Auch im Kämpfen wird kräftig geschüttelt, aber keine Sorge, es fühlt sich gut an und der Einsatz ist keinesfalls übertrieben. In der ersten Welt, die ich bislang gespielt habe, war das Spiel schon recht abwechslungsreich. Während das erste Level noch recht simpel gestrickt ist, muss man im zweiten schon ein wenig aufpassen. Durch gute Ideen wie den Einsatz von Bomben oder diesen Propellern fühlt sich das Spiel bislang sehr frisch an. Man kennt diese Sachen meist schon aus Galaxy, aber sie sind noch recht unverbraucht. Dazu kommt durch das Jetpack eine ganz eigene Komponente hinzu, die gerade durch den begrenzten Sprit super aufgeht. In der ersten Welt gab es sogar schon ein Jetbike-Rennen. Eine wirklich gelungene Abwechslung und hier zeigt sich wirklich, wie gut die Grafik doch ist. Die Lichteffekte, die Wassereffekte und die Umgebung generell sehen fantastisch aus. Da vergisst man glatt, dass man hier nur ein WiiWare-Spiel spielt. Dazu motiviert das Spiel mit zahlreichen Achievements, was auf der Wii und gerade auf WiiWare auch nicht gerade selbstverständlich ist. Eigentlich hatte ich mir als Kritikpunkt aufgeschrieben, dass mir das Spiel bislang zu einfach war. Doch der erste Endboss ist schon ziemlich fordernd. Ihr seht, hier ist was los auf dem Bildschirm und wenn ihr vor lauter Geschossen und Flammen die Übersicht verliert und planlos rumrennt, ist bald auch euer letztes Herz aufgebraucht. Mein Glück hat das Spiel faire Rücksetzpunkte. Welt 1 habe ich also geschafft und bislang bin ich absolut begeistert. Es hat alles den Anschein, dass Jet Rocket die 1000 Punkte aber mal sowas von wert ist. Mein Tipp, wartet gar nicht erst auf das Review, sondern gönnt euch dieses tolle Spiel schon jetzt. Für alle Zweifler wird es aber natürlich dennoch ein finales Fazit geben, indem wir dann die letzten verbleibenden Fragen klären. Bleibt das Spiel auf dem hohen Niveau? Gibt es weitere kreative Einfälle? Zieht der Schwierigkeitsgrad an? Wie groß ist der Umfang? Ihr werdet es sehen. Bis dann!